Da habe ich wieder. Weiter geht das. Wir haben kurz mal die Connection umgestellt, um zu gucken, ob es mit dieser Leitung auch funktioniert. Es kann also nur schlechter werden. Mal schauen, ob es noch Menschen gibt, die gegen mich spielen wollen. Oh ja, hier haben wir einen Ali H99999. So, ich habe gelernt, ich sollte das Brett einblenden, während ich spiele. Und hier haben wir es. Es geht weiter gegen Ali H99999. Wenn er dann da ist, vielleicht ist er durch die lange Pause auch nach Hause gegangen. Ali H. scheint nicht da zu sein. Ich zähle wieder runter auf 1, 5, 4, 3, 2, 1. Abbruch. Oh, ne. Jedes Mal, wenn ich Abbruch drin, kommt der Zug. Die Leute gucken die Show und warten nur darauf. Er spielt Springer F3. Sehr guter Zug. Spiele ich auch gerne. Ich mache das gleiche. Spiel Springer nach F6. Und guck mal, was Ali H. probiert. Viele Menschen, die Springer F3 spielen, wollen ja Grünfeld vermeiden. Wobei da dann zweitens D4 nicht besonders konsequent ist. Weil ich in der gestrigen Grischuk-Partie mich gewundert, warum er diese Zugfolge wieder wählte. Mein Problem ist, dass ich nicht besonders gut bin im Grünfeldspielen. Ich spiele es ab und zu und es ist auch eine interessante Eröffnung. Aber ich bin einfach nicht genug in den Details, in den Hauptvarianten, um hier zuversichtlich zu sein. Aber wir schauen mal, was passiert. C5, Turm B1 ist einer der Hauptzüge. Der andere ist Läufer E3. Und Ali H. scheint eisenhart die Hauptvariante zu spielen. Und da kann ich natürlich nicht mich zurückhalten und versuche mir den Bauern A2 einzuverleiben. Mit diesem scharfen Abspiel, es gibt natürlich andere Möglichkeiten für Schwarz, B6, sag ich mal, gespielt, Springer C6 statt C schlicht D und so weiter und so fort. Aber das hier war früher immer mein Hobby, als ich ein aktiverer Grünfeldspieler war. Wir schauen mal, was passiert. Müsste mich nur erinnern können. Läufer G5, einer der kritischen Züge. H6 war, glaube ich, was ich damals spielen wollte. Läufer E3, Springer C6, D5, alles Theorie. Und dann steht Schwarz am Scheideweg. Was spielt man heutzutage? Wenn ich jetzt schummeln dürfte und Svitlers Videoserie angucken, wäre natürlich ein Traum. Ja, ich weiß es nicht mehr. Springer E5, Läufer F3, Springer A5. Alle Züge kommen immer in Frage. Man weiß nie, welcher wann der richtige ist. Ich werde es recherchieren. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz auf dem Laufenden in den Hauptvarianten im Grünfeldinner, wie man vielleicht sieht. Ich glaube, Springer A5 gilt nicht als das Richtige hier in dieser Situation. Aber mal gucken, was passiert. Vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Läufer C5, B6 oder so. H3. Ist vielleicht auch Theorie. Logisch sieht Läufer schlägt F3 aus. Ich könnte Springer C4 spielen. Aber ich bin schon, fühle mich noch gieriger und spiele B6. Ist nicht so prinzipiell. Wahrscheinlich wäre Springer C4 logisch gewesen. Ich wollte Turm B7 nicht zulassen. Aber dann Springer E3, gibt es keine Probleme. Damentausch kann doch so schlimm nicht sein für mich hier. Schlägt, schlägt. Der Läufer hat ein schönes Zuhause auf A6. Da ist die Stellung immer noch keineswegs klar. Aber dank meines Mehrbauerns denke ich, dass es so schlecht nicht sein kann für mich. Turm FC8. Ich würde mit Läufer A6 rechnen oder mit Turm C1. Beides vertretbare Züge. Und es kann tatsächlich sein, dass Weiß hier volle Kompensation für den Bauern hat. So schmerzhaft diese Einsicht auch wäre. G5, weiß ich nicht, ob es ein guter Zug ist. Aber es nervt mich, dass der Bauer H6 immer hängt. Und ich möchte damit Läufer E5 vorbereiten. Was er natürlich vereiteln könnte mit F4, aber F4 hat auch seine Nachteile. Läufer A6 besser, Ali H. spielt deutlich stärker als ich mal wieder. Läufer A6 schlägt, schlägt, Läufer E5 war der Plan, um C7 zu überdecken. Aber jetzt mit der C-Linie, ja, befürchte ich, dass meine Träume von schwarzem Vorteil nicht besonders realistisch sind. Mal gucken, was passiert. G3 sieht logisch aus, um F4 vorzubereiten. Spiele ich dann Springer B3, vielleicht Springer B3, H4, auch interessant. Spiele ich F6, F6 sieht ein bisschen komisch aus, aber mir fällt nichts Besseres ein, um meine Bauernkette wenigstens vorläufig hier am Leben zu halten. Und jetzt G3 mit der Idee F4, sieht auch sehr vernünftig aus. Spielt eine gute Partie bisher, was soll ich sagen? Ich muss irgendwie meinen Turm aktivieren, aber es fällt relativ schwer leider. Ich könnte immer irgendwie Springer B3 und Springer C5 machen oder irgendwelche Geschichten den Bauern zurückgeben und damit eine ungefähr ausgeglichene Stellung kriegen. Aber das kann ja eigentlich nicht Sinn der Übung sein.
Ich sehe keinen besseren Zug als Springer B3, ist das Problem. Ich spiele erstmal Springer B3 und gucke, was passiert. Versuche diesen Springer nicht einzustellen durch irgendwelche D6 Läufer C4 Tricks. Das war eher Note to Self mäßig. Im nächsten Zug plane ich wahrscheinlich Läufer D6 zu machen, um Springer C5 vorzubereiten. Je nachdem, wo er hingeht, mal gucken. Turm C4 und ja, ich sehe nichts, was direkt dagegen sprechen würde. Nach wie vor Weißkompensation, jetzt einfach F4. Ich würde nicht mal, ja, nach wie vor nicht behaupten, dass ich hier unbedingt besser stehe. Aber ich glaube auch nicht schlechter. F4 kann ich schlagen, dann Läufer C5 und dann erreicht mein Springer endlich das schöne Feld C5. Sieht alles ganz passabel aus. Ah ja. Jo, die Ladung ist nicht so gut. Hier kommt gerade technische Hilfe. Ab und zu funktioniert es, ab und zu funktioniert es nicht. Ich glaube, es ist der Last nicht ganz so gewachsen. Ich spiele trotzdem fröhlich meine Partie weiter hier. Springer C5. Weiß, kann auf C5 schlagen, aber dann nach Läufer schlägt C5. Hoffe ich doch, dass ich einige Gewinnchancen hatte. Und wir gucken mal, was passiert. Auf jeden Fall sehr zäher Widerstand von Herrn Ali H. Ich vermute, da er Ami ist, dass er gar nicht Ali H. heißt. Und ich muss mir einen Plan überlegen. Ich versuche erstmal den König hier ein bisschen zu zentralisieren. Ist die Frage, wie weit der König kommen wird. Wenn er es bis nach D6 schaffen würde, wäre gut. Aber ist eher unwahrscheinlich. Ja, mal gucken, was Weiß macht. Ist auch nicht so leicht für Weiß. Er könnte F4 spielen, aber dann kann ich immer meinen Turm aktivieren, wegnehmen. Turm G8. Er spielt F3, wartet ab. Auch nicht unvernünftig. Turm wird erstmal auf A8 nicht mehr gebraucht, also spiele ich Turm D8, vielleicht mit der Idee E6. Ja, Schwarz steht besser. Bauer ist ein Bauer. Turm C2. E6 kann er jetzt Läufer C4 machen. Aber auch das ist nicht weiter schlimm. Hoffe ich jedenfalls. Ich wollte schlagen. König E7, Turm A2 kommt A5. Und irgendwann setzen sich meine Bauern hoffentlich in Bewegung. F4 kann er machen, aber er kann mir nicht besonders wehtun da am Königsflügel. Bin nicht ganz sicher, ob es zum Sieg reichen sollte. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil diese Bauern relativ schwer zu stoppen sind. Turm F2 würde er gerne spielen, ist aber im Moment nicht möglich. Läufer C6 macht Sinn, um meine Bauern am Vormarsch aufzuhalten. Aber ich befrage diesen Läufer erstmal, für welche Diagonale er dann gerne hätte. Und Turm D6, Läufer B5 hat den Nachteil, dass er jetzt hier nicht mehr so aktiv ist. Spielen wir so, Turm D4 greift den Bauern an. Läufer geht zurück nach C6 und jetzt kann ich meinen A-Bauern aktivieren. Ja, ich denke, meine Lage ist recht angenehm. Auch der Königsvormarsch hier sollte ihm nicht so viel bringen, aber ich verhindere ihn trotzdem, just in case. Stelle meinen eigenen König nach E5. Ja, diese Leitung meldet immer lustige Sachen hier. Remove Delay to the User. Ali H gibt auf, ich gewinne die Partie. Und wir schauen mal, ob wir wieder umswitchen hier. Ich glaube, wir wechseln wieder die Verbindung. Ich bin in wenigen Sekunden wieder da.